Potenzen mit natürlichen Hochzahlen. Schauen wir zuerst drei Beispiele. Die Zahl 2 hoch 3 wird berechnet durch 2 mal 2 mal 2. Das heißt, 2 hoch 3 ergibt 8. Die untere Zahl 2 nennt man die Basis. Die obere Zahl 3 nennt man die Hochzahl oder auch der Exponent. Und das Ganze ist die dritte Potenz von 2. Rechnen wir minus 3 hoch 5. Laut dieser Rechnung sollen wir die Basis minus 3 fünfmal mit sich selbst multiplizieren. Das tun wir auch. Das Ergebnis macht minus 243. 5 hoch 0 wird definiert als 1. Definieren wir jetzt allgemein eine Potenz mit natürlicher Hochzahl. Dazu brauchen wir eine reelle Zahl a und eine natürliche Zahl m verschieden von 0. Dann wird definiert a hoch m gleich a mal a mal a und so weiter und das Ganze m mal. Das heißt, wir multiplizieren die Basis a m mal mit sich selbst. Wenn die Hochzahl 0 ist, dann ist das Ergebnis als 1 definiert. Schauen wir jetzt einige Eigenschaften. Zuerst aber im Beispiel. 2 hoch 3 mal 2 hoch 4, laut dieser Definition, ergibt das 2 hoch 3, das ist 2 mal 2 mal 2. Wir multiplizieren die 2 also dreimal mit sich selbst. Dann kommt dieser Malpunkt, der steht jetzt da, und die Zahl 2 hoch 4, das ist 2 mal 2 mal 2 mal 2. Wir multiplizieren die 2 also viermal mit sich selbst. Somit sehen wir hier in der ganzen Rechnung, dass die 2 siebenmal mit sich selbst multipliziert wird. Das heißt, das ist dann 2 hoch diese 7. Woher kommt die 7? Von 2 hoch 3 und 2 hoch 4, also 3 plus 4. Das macht dann 2 hoch 7 und wir können verallgemeinern a hoch m mal a hoch n, das muss also a hoch m plus n sein. Der allgemeine Beweis wird genauso geschrieben wie hier im Beispiel. Schauen wir jetzt dieses Beispiel, 2 hoch 3, das Ganze hoch 4. Dieses hoch 4 hier bedeutet, wir müssen die Zahl 2 hoch 3 viermal mit sich selbst multiplizieren. Tun wir das auch. Und jetzt schauen wir in jedem einzelnen Faktoren des Produkts. Der erste Faktor ist 2 hoch 3. 2 hoch 3, das macht 2 mal 2 mal 2. Diese 2 hoch 3 auch und so weiter. Somit erhalten wir also die Zahl 2 hoch 3 einmal, zweimal, dreimal, viermal. Viermal insgesamt. Wir haben also viermal solche Dreierbäckchen. Was also bedeutet, wir nehmen die Hochzahl 3 viermal. In dieser Rechnung werden die Exponenten also einfach miteinander multipliziert und das können wir sofort verallgemeinern. A hoch m hoch n ergibt a hoch m mal n. Schauen wir ein drittes Beispiel. Diese hoch 4 bedeutet, wir müssen die Klammer 2 hoch 3 viermal mit sich selbst multiplizieren. Tun wir das. Ist gemacht. Da die Multiplikation der reellen Zahlen assoziativ und kommutativ ist, können wir dieses Produkt auch so schreiben. Die 4 Faktoren 2 setzen wir nach vorne und die 4 Faktoren 3 setzen wir nach hinten. So sehen wir vorne, dass die 2 viermal mit sich selbst multipliziert wird. Das heißt, das hier ergibt 2 hoch 4. Aus demselben Grund ist das da hinten 3 hoch 4. Somit erhalten wir also
2 hoch 4 mal 3 hoch 4. Um ein Produkt in der vierten Potenz zu nehmen, reicht es also, jeden einzelnen Faktoren in der vierten Potenz zu nehmen. Wir verallgemeinern diese Formel und sagen a mal b hoch m, das ergibt a hoch m mal b hoch m. Schauen wir ein letztes Beispiel, 3 Viertel im Quadrat. Durch die Definition ergibt das 3 Viertel mal 3 Viertel. Das heißt, wir multiplizieren 3 Viertel zweimal mit sich selbst. Diese Multiplikation ergibt dann 3 mal 3 als Zähler und 4 mal 4 als Nenner. Im Zähler wird die 3 also zweimal mit sich selbst multipliziert und im Nenner haben wir den Faktoren 4 auch zweimal. Der Zähler ergibt also 3 im Quadrat und der Nenner ergibt 4 im Quadrat. Um also einen Bruch im Quadrat zu erheben, reicht es, den Zähler im Quadrat zu nehmen und den Nenner im Quadrat zu nehmen. Auch diese Formel können wir sofort verallgemeinern. A auf B hoch M ergibt A hoch M auf B hoch M.